Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Timberborn. Ja, Zyklus 11, Tag 13 neigt sich wie immer zum Anfang der Folge, dem Ende entgegen. Ich muss das noch ein bisschen rausbekommen hier mit dem Ein- und Ausstieg aus der jeweiligen Folge. Aber ist ja kein großes Problem. Zum einen kriegen wir jetzt gerade auch mit, dass da Dinge geschehen und hier noch das Eisen angebracht wird, schon mal ganz gut. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Hey, 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 die sind aber, wow, wow. Die Metallblöcke sind doch schon ganz ordentlich geliefert worden. Und läuft sehr gut. So, es wird Nacht. Ich mache mal hier wieder den schnellen August. Hier wird jetzt entsprechend produziert, weil der Bedarf, den wir hatten, der muss jetzt wieder alles hier, ne, erstens mal das wieder gedeckt werden und also entsprechend nachproduziert werden, was da verloren gegangen ist, beziehungsweise bis jetzt benötigt wurde. Und hier das Teil muss ja natürlich auch noch aufgefüllt werden. Da hat der gute Biber oder je nachdem, wer da gerade Biber oder Biberin, wer da gerade tätig ist, noch einiges zu tun. So, hier mit den Bäumen kommen wir voran. Es ist auch noch Platz vorhanden, also insofern kein Problem. Ich könnte höchstens schon mal gucken. Das kann wieder weg. Weil hier soll ja weiter nichts mehr angepflanzt werden. Und daher kann ich mir hier die Markierung sparen. Das kann wieder entfernt werden. So. Und ja. Bei den kleinen, bei den Jungbäumen, da müssen wir natürlich noch warten, bis die gewachsen sind. Aber er hat ja erstmal hier genug zu tun. Okay. Aktuell Tag 14. Es kann nicht mehr allzu lange dauern, bis hier die nächste größere Katastrophe mitgeteilt wird, was da so als nächstes kommt. Moment mal eben. Entschuldigung, müsste mich kurz räuspern. Gut. Ah. Ja, da sind die ersten fertig. Ja gut, das ist hier noch nicht fertig, von daher ist die Frage natürlich, inwieweit bringt das jetzt hier schon was oder noch gar nicht. Und natürlich auch die Frage, ne, muss ich hier eventuell auch dicht machen, was ist hier mit dem Weg? Das könnte ein bisschen problematisch werden. Weil ich müsste hier mit einer Überführung irgendwie arbeiten. Und habe dann hier aber die Brücke, die ich auch irgendwie brauche. Wäre natürlich schade, wenn ich das jetzt hier alles hier gemacht habe und verbraten habe, die Materialien. Ich meine, gut, ne? Da kommt nichts bei rum. Man kommt ja entweder alles oder zumindest ein Teil davon wieder zurück, wenn man das wieder abbaut. Aber nun ja. Verhindert, dass Bodenkontaminierung sich darunter ausbreitet. Das habe ich doch richtig verstanden. Also wenn hier der Boden kontaminiert ist durch dieses Faulwasser, dann sollte das doch dann hier irgendwie verschwinden mit der Kontaminierung hier. Oder versteht da was falsch? Okay. Gucken wir mal. Noch sind die nicht fertig. Und kann natürlich auch sein, dass es eine ganze Weile noch dauert, bis sich das hier zurückzieht. Ne? Für den Fall des Falles. Der Boden ist ja nun mal erstmal kontaminiert. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Okay, ein Gebäude benötigt Energie. Das ist dieses hier. Ich habe hier oben habe ich eine Sternwarte eingerichtet, um hier eine entsprechende Forschung, eine entsprechende Punkte zu sammeln.
Ich habe zum anderen, habe ich hier unten, wo sind sie? Da unten die Erfinder, die machen, naja, die sind auch dazu, dafür da, um hier entsprechende Wissenschaftspunkte zu produzieren. Und ich habe dann hier, bin ich hingegangen, weil das Ding hier oben steht. Und habe hier zwei Windmühlen hingesetzt, die entsprechend für Energie sorgen sollen, für diese Sternwarte. Ist natürlich ein Nachteil, wenn kein Wind ist, kriegt das Ding keine Energie. Das ist aber jetzt auch nicht so großes Problem. Ne? Also wie gesagt, hier, die sind da schon ganz eifrig. Ich habe auch einiges hier an Wissenschaftspunkten jetzt schon ansammeln können. Einiges natürlich auch zwischenzeitlich verbraucht, ne? durch Dinge, die man erfunden hat. Oder beziehungsweise die Biber entsprechend da tätig wurden. So, ja. Oh. Tut sich wohl doch was. Der Bereich war doch hier auch kontaminiert, da bin ich mir relativ sicher. Das ist jetzt schon verschwunden. Da sieht man's. Da hat man's gerade gesehen. Es zieht sich tatsächlich zurück. Es bringt was. Jetzt schon, obwohl hier ne, noch nicht alles dicht ist. Ah, interessant. Das ist cool. Das finde ich wirklich cool. Ja, sehr schön. Dann hat das schon mal was gebracht. Ne? Wir können jetzt so quasi hingehen. Und die Bereiche dann halt auch dafür nutzen, hier Bäume anzupflanzen, was auch immer sich hier anbieten würde. Beispielsweise könnte man sogar hier ein Bauernhaus hinsetzen und das Ganze jetzt hier landwirtschaftlich nutzen. Ja, ich habe hier noch beispielsweise, ich habe hier noch kein Brot und jetzt hingehen und hier Getreide anpflanzen. Und das dann hier von ein oder zwei Bauernhäusern dann entsprechend hier betreiben, dieses Gebiet. Oh, das zieht sich aber, wow! Das bringt ja richtig was. Also zumindest jetzt hier in dem Bereich, hier irgendwie so nur so ein bisschen. Da will er noch nicht so richtig. Möglicherweise muss ich hier weiter rauf, das auch noch dicht machen. Das könnte ich mir vorstellen. Entweder hier so quer, oder vielleicht sogar hier noch weiter rauf, keine Ahnung. Der Weg könnte es sein, dass der vielleicht ein bisschen Probleme macht. Schauen wir mal. Das ist echt der Hammer, dass das jetzt, obwohl das hier noch nicht fertig ist. Na gut, hier ist auch, hier ist kein Faulwasser. Ich habe das vorsichtshalber mal gemacht. Ich nehme das mal zurück. Dann kriegen wir das Holz wieder. Denn ganz offensichtlich scheint das nicht nötig zu sein hier. Sieht zumindest danach aus. Ja, weil hier ist es so, man sieht das, ja jetzt im Dunkeln sieht man das nicht so gut. Aber hier, das ist auch so ein bisschen kontaminiert. Ne? Also hier, das vermischt sich natürlich. Und hier der Bereich ist aber dann komplett frei. Ja. Ich könnte das insofern hier dicht machen, weil hier irgendwann kommen wir ja diese Faulwasserflut und die hat dann auch entsprechende negative Auswirkungen. Ah, das stimmt schon, aber ich habe ja da vorne von vorne sowieso hier das Ganze umzuleiten, wenn das auch noch Zukunftsmusik ist. Aktuell leiden wir halt noch unter diese ganze Faulwassergeschichte. Aber ja, gucken wir mal. Wenn das hier nicht sein muss. Oh, wenn man vom Teufel spricht, die Faulwasserflut steht bevor. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage, 3 Tage, dann ist es soweit. Das heißt, ich muss hier dafür sorgen, dass ich hier möglichst viel Wasser hier in dem Bereich habe. Dass ich dann hier sozusagen sich hier angesammelt hat. Das hier wird natürlich dann möglich werden. Beziehungsweise, nee, das geht ja gar nicht. Was erzähle ich? Dumm. War ich im falschen Film. Bei der Dürre kann ich hier entsprechend Wasser ansammeln. Ich muss hier zusehen, dass ich das Wasser möglichst schnell durchgeleitet bekomme. So rum ist hier nämlich dann die Geschichte, weil ich kann es ja nicht, ich kann es noch nicht umleiten. Ich muss es dann hier einfach durchsausen lassen. Hier muss ich dicht machen.
Von der Warte her betrachtet wäre es wahrscheinlich sogar am günstigsten. Moment. Ich hoffe, das funktioniert noch. Uha. Da war jetzt, ja. Moment. Fahrt. So. Ich hoffe, die Zeit reicht noch. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr daran gedacht. Ich pause hier mal ganz kurz. Moment. Kontrollschleuse oder was brauche ich hier? Ja, mit einer Doppelschleuse sollte ich eigentlich hinkommen. So. Wir brauchen Rohholz und Bretter. Rohholz ist nicht das Problem. Bretter könnte unter Umständen problematisch werden. So. Die 3 Tage da jetzt noch reichen, keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Hier habe ich 20 Bretter und ich glaube... Bretter, wo seid ihr? Importieren fast erforderlich, okay. Nun gut, für den Fall des Falles muss ich da intervenieren. Schauen wir mal. Wie sieht es jetzt hier aus? Räumt das da mal weg. Wie sieht das denn aus? Kein Stauraum verfügbar? Oh, weitere sind die schon wieder fertig? Oh. Die sind aber fix. Wenn das so ist, machen wir doch Folgendes. Kleiner Stapel, da setze ich noch einen kleinen Stapel hin. Das reicht in der Regel. Man wird ja schon eifrig. Ach, das geht. Ihr habt gesehen, der hat nämlich gerade jetzt hier, da hat er jetzt da so ein Teil, also so ein Brett gebracht. Mit dem Eisen wollten sie nicht. Ja, komisch. So, bitte Bretter da einlagern. Dann kommen die da auch weg. Moment, Augenblick, dann mache ich das aber trotzdem so, wie ich das da schon angefangen habe. Mit einer entsprechenden Priorisierung das Zeug da wegräumen. Ja. Ja, hier tut sich... Das ist komisch. Das ist irgendwie seltsam. Ich versuch's mal. Moment, wo war's? Hier. Kontaminierungsbarriere. Wir bauen hier noch welche hin. Ruhig auch mit einer gewissen Eile. Weil ich weg habe, habe ich weg. Wir haben sonst hier nichts zu tun. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Geht. Das muss ich dann dicht machen. Das muss ich alles aufmachen. Oh. Wir sind dann doch einigermaßen zügig dabei. Ist die Frage. Kommen die da dran? Ja, die können sich schon ein bisschen lang machen, aber. Oh, kann nicht erreicht werden. Ich hab's doch geahnt. Ich habe es doch geahnt. Einen Moment. Da können wir aber Hilfe schaffen. Ich mach das mal so auf die Schnelle. So. Zack, zack. Jetzt brennt es aber an allen Ecken und Enden hier. So. Der Wasserstand ist noch mehr als ausreichend. Das ist in Ordnung. Da kommen wir auf jeden Fall über die Runden.
Das Gute bei Faulwasser ist halt, ne, hier, also die Energieversorgung, die bleibt erhalten. Da geht in dieser Richtung, da geht nichts verloren. Aber wie gesagt, ne, nicht trinkbar, versorgt die Umgebung und alles. So, ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt hier was bringt, ob das dadurch jetzt hier auch besser wird. Sonst muss ich mir unter Umständen vielleicht mit der Brücke da was überlegen. Dass ich die irgendwie hier hinsetze oder so. Das wäre eine machbare Sache. Dass ich dann hier irgendwie so einen Weg darüber mache, hier, ne, das ist ja kein Problem, das kriegen wir ja hin. Und ich aber vorher hier halt alles abriegel. Damit das mit dem Faulwasser dann hier dann sich nicht weiter ausweiten kann. Gut, warten wir es erstmal ab, ne? Vielleicht bringt das ja schon was. Ansonsten, wie gesagt, muss ich da tätig werden. Denn ich stelle einfach so. Apropos tätig werden, ich sollte vielleicht mal hier so langsam, aber sicher, den Turbo wieder einschalten. Es wird dunkel. Die Nacht bricht an. Wir haben noch 2 Tage bis zur Ankunft der Faulwasserflut. Wie sieht das hier mit der Leiter aus? Materialien sind komplett, das heißt, das sollte machbar sein. Durchführbar sein hier, was ich davor habe. Okay. Wurde gerade Wasser geliefert. So. Ja, da bin ich aber echt mal gespannt. Wir sind jetzt dabei, das hier abzuriegeln. Sind jetzt fertig. Der Effekt ist jetzt nicht so, dass ich sage, juhu. Eureka, da tut sich irgendwie gar nichts. Der kommt jetzt über diesen einen Pinoik da irgendwie. Ist das euer Ernst? Anscheinend. Na, hier war überhaupt kein Thema und hier so diese eine Stelle, die macht jetzt Probleme ohne Ende. Tja, schade, schade. Dann muss ich leider diese Hängebrücke hier wegreißen. Hilft ja nichts. So. Muss ich dann irgendwie weiter hier vorne weiter rauf hinsetzen. Okay, also erstmal wieder das Material weggebracht. Und dann sehe ich zu, dass ich den Bereich da dicht kriege. Das muss ja irgendwie zu schaffen sein. Wie sieht es hier aus? Im Augenblick, wir haben... Ja, mit der Reserve, da habe ich ja schon gesagt, ne, das ist mal ganz gut, wenn man ein paar Leute so in Reserve hat. Wir haben noch 6 Leute, die ja so rum existieren, beziehungsweise ich hatte hier, glaube ich, wurde 2 eingestellt. Wir hatten erst 10, das heißt, ich hätte eigentlich jetzt noch 8 Arbeitslose, müsste ich noch normalerweise haben. Es sind aber aktuell nur noch 6. Okay, das war, was aber kein Problem ist. So, wie sieht es hier vorne aus? Wie sieht das gerade? Noch bitte schön offen lassen. Noch. Gut, die Leiter ist fertig. Oh, und da sind auch schon, die Rohholz ist schon da. Es fehlt jetzt nur noch an die Bretter, aber die werden gerade geliefert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Er ist hier mit seinen Bäumchen da auch fast durch. Wenn ich gerade hier in der Nähe bin.
Dann räumen wir hier mal so ein bisschen auf. So mit den Einstellungen. Oder mit den Auswahlgedingse, wie auch immer. Oh, bist du neu? Die sind mir irgendwie durchgegangen oder die sind tatsächlich neu gewachsen? Ich meine, die wären vorher nicht da gewesen. So, oh, sehr cool. Ja, das kann man erstmal so synchronisiert lassen. Ich lasse das hier auch mal. Wir werden das wahrscheinlich früher oder später brauchen. Beziehungsweise würde sogar sagen, um da in Zukunft entsprechend tätig werden zu können, mache ich das mal so. So. Das eilt aber nicht, das ist Zukunftsmusik, aber was wir haben, haben wir. Okay. Ja, ja, gut. Dann haben wir die nächste Faulwasserflut, die wir überstehen müssen. Wie weit sind die hier? Rohholz, ja, mit den Brettern, das dauert noch ein bisschen. Naja, okay. Der Tag neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Das geht mal rapzap hier. Tage sind relativ kurz. Das wollte ich euch letztens schon zeigen, als ich hier diese Vorstellungsrunde hatte. Da habe ich hier nachgeguckt. Diese Hängematten, die sind neu. Das ist auch Deko. Aber Deko, die benutzt wird. Ja, also die legen sich da durchaus hier schon mal, wenn es die Zeit erlaubt, ne, für einen Sekundenbruchteil dahin. Und genießen das da mal, sich mal ganz kurz so auszuruhen. Hier sieht man es gerade. Hier sieht man es gerade. Das sich so vollkommen entspannt da drin liegen und so, das finde ich schon nicht schlecht. So, ja, ne, also die Einrichtungen werden auch entsprechend genutzt hier, ne, also das ist nach wie vor, ist das für die ein Highlight, hier am Lagerfeuer zu sitzen oder sich da an den Dachterrassen da zu treffen und so weiter. Es sind halt soziale Tiere, ne, die ganz gerne auch so mal ein bisschen Interaktion untereinander haben und so sich austauschen möchten. Wie war der Tag? Ne, was hast du so gemacht? Ja, Eisen hin und her getragen und erst wollte er da eine Barriere hinhaben, dann wollte er da keine Barriere mehr hinhaben, dann will er jetzt woanders eine Barriere hinhaben. Der Typ weiß nicht, was er will. So, okay. Da ist bis auf 2 Rohholzeinheiten alles weg. Ich hoffe, wir kriegen die Bretter da auch noch weg. Ja gut, hier wäre entsprechender Bedarf wäre hier gegeben. Oder funktioniert mit der Möglichkeit, da was einzulagern, wäre auf jeden Fall gegeben. So, das ist fertig geworden, das finde ich sehr gut. Dann kann ich hier dicht machen, wenn hier das Faulwasser kommt, dann bleibt hier das gute Wasser erhalten. Und so genauso wie hier, ne, dann haben wir hier auch noch das gute Wasser und hier werde ich dann zusehen, dass ich hier alle Schleusen aufmache. Damit das Zeug möglichst schnell durchfließt. So, naja gut. Wir haben hier mal gespannt, wie lange das mit dem Faulwasser dauern wird, wie viele Tage. Ich gehe mal so von wenigstens 5, wenn nicht sogar 6 oder 7 Tage aus. Ich weiß nicht, wie lange die letzte Faulwasserflut gedauert hat. Es wird ja immer länger von Zyklus zu Zyklus. Gut. Danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Danke für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Freut mich sehr, wenn ihr euch das hier mit mir zusammen antut. Und ich wünsche euch immer alles Gute. Genießt und nutzt die Zeit. Bis bald.